Das sieht aber auch verlockend aus. Torten und Kuchen in sämtlichen Variationen. Bis vor kurzem hätte Kathy Kelly da sicher noch so richtig zugeschlagen. Kaffee mit Sahne und Schwarzwälder Kuchen. Doch vorbei. Es war schon, dass ich gemerkt habe über Jahre, dass ich ungesund gelebt habe. So besonders, dass ich gemerkt habe, als ich dann die Konzerte mit dem Chörer gemacht habe, dass einfach zu viel Brötchen zu mir genommen hat am Ende des Tages. Und Brötchen, Salami, hier Brötchen. Ja. Und am Ende des Tages habe ich gemerkt, dass ich schon 6 bis 8 Brötchen am Tag kontinuierlich gegessen habe. Und habe gedacht, das muss ich erst mal ändern. Und Kathy Kelly hat es geändert. Statt 8 Brötchen gibt's nun maximal 2 Scheiben Roggenbrot. Und überhaupt kommt fast nur noch Frisches auf den Tisch. Gemüse, Obst, Salat. Fertignahrung, nein, danke. Alles, was vorbereitet ist, weglassen. Alles, was frisch ist, dann ist es erlaubt. Ja. Ich stehe auf die Bühne, dann 3 Stunden. Ich verbrauche sehr viel Kalorien im Moment, statt irgendwie ein Riegel Schokoriegel danach zu nehmen, dann nehme ich einen Avocado und dann bin ich satt. Ja. Mit Chips habe ich ein Problem in die Minibar, also die müssen weg. So gut wie nie fühlt sie sich, sagt Kathy Kelly. Die neue Ernährung tut ihr gut. Und auch musikalisch gab es eine entscheidende Entwicklung. Zum ersten Mal singt Kathy Kelly deutsch. Du trägst die Last für alle anderen, mit so viel Kraft auf deinen Schultern. Lasten hatte Kathy Kelly immer viele auf den Schultern. Alle hat sie erfolgreich bewältigt. In schweren Zeiten half ihr vor allem eines. Ja, für mich spielt die Hauptrolle Musik. Also ich habe mich in Musik verliebt oder leidenschaftlich in Musik verliebt, seit ich 8 bin oder ein bisschen früher sogar. Das ist meine Urkraft. Musik, ohne Musik könnte ich nicht leben, sag mal so. Wir sind die Kelly Family. Eine Riesenfamilie, viel Musik, viel Verantwortung, das hat Kathy Kelly geprägt. Sie war es, die sich nach dem Tod ihrer Stiefmutter um die kleinen Geschwister kümmerte und um die musikalische Leitung in der Band. 11 der 12 Kelly-Kinder waren einst musikalisch aktiv. Seit 2017 füllt Kathy Kelly gemeinsam mit ihren Geschwistern Patricia, Angelo, John, Jimmy und Joey wieder die Hallen. Wir haben das Glück, dass wir zu einer Gruppe gehören, die eine Gruppe, die sich über Jahre aufgebaut hat. Wir sind keine gecastete Gruppe. Und der Phänomen in solchen Gruppen sind, dass wenn du zusammenkommst, dann ist die Chemie stimmt genau wie als wenn du aufgehört hast. Also man muss ein paar Stunden oder 10 Stunden miteinander proben, so, aber die Chemie stimmt sofort. Zum Runterkommen von der Bühnenaction geht Kathy Kelly gerne spazieren, etwa hier am Kölner Rheinufer. Ganz in der Nähe hat sie früher mit der Familie gewohnt. Die Nähe zur Natur ist für die Musikerin mit den irischen Wurzeln ganz wichtig. Ich würde gerne so 3-4 Hektar Land haben, Schafen vor die Tür haben, Pferde und Hunde. Das wäre schon mein Traum. Ich mag Tiere gerne. Kommt es irgendwann noch? Ich glaube schon, ja. Man sollte niemals seine Träume, also manche Träume erfüllen sich doch. Es ist wichtig, Träume zu haben. Einen ihrer Träume hat sich Kathy Kelly mit ihrem deutschsprachigen Album erfüllt. Da sind wir mal gespannt, was noch alles kommt.